Und jetzt kommt die 1:10er Video. Ich habe 7 Fahrzeuge in einem Satz neu gekauft von Lada, der Laden, der runtergegangen ist. Und in der Ladung habe ich bekommen 4 Pistenauto 1:10er mit Kohlemotoren. Ich habe das Ganze gekauft für natürlich, weil ich jetzt erstmal das Zeug präsentieren kann, probieren kann, und dann kann ich es billig wieder an Anfänger weitergeben. Das ist ja der Sinn von der Sache, weil ein paar Autos da drin sind im Laden einfach vom Preis her total abgefuckt. Wir haben einen kleinen Zweirader drin Offroad bekommen. Wir haben den Dragster bekommen vom Traxxas, endlich mal wie der mal probiert. Und wir haben 2 Boote bekommen. Und in der Ladung kam, nehme ich jetzt so mal raus wie der Tasche, wie es drin war, also ich habe alles neu mit der Schachtel. Also wenn einer von euch Interesse hat an so einem Auto, einfach melden auf mein E-Mail, wenn er das Auto will. Also die HP E10 Drift Nissan Silvia S13. Driftauto ist schnell gesagt, die haben einfach nur harte Reifen montiert. Hier. Also einfach Kunststoffreifen. Ist ja für einen Hersteller billiger zu machen als Guben. Ein Kohlemotor reingebockt. Kleiner Servo. Was lustig ist, ist, dass der Chassis-Layout, der Motor ist jetzt vorne. Man kann den Motor vorne oder hinten montieren. Das ist lustig. Interessant daran ist, wenn der Motor vorne ist, wenn ihr Gummireifen montiert, habt ihr ein super mega Straßenauto. Ganz einfach. Erstmal sieht das Ding super cool aus. Mir gefällt die Linie von dem Ding. Da hat HP gute Arbeit geleistet. Die Qualität auch von der Karosserie stimmt. Die haben nicht gespart am Lexan. Es ist ein solides Auto. Echt. Die haben hier eine bessere Karo drauf als auf dem Savage Flux. Dann haben wir hier drin, aber der Platz für die Lipo ist gering. Das heißt, die Befestigung ist ein bisschen knapp. Man kann kein normaler 2S 5000 mAh Pack reinmachen. Ich habe jetzt diesen mal mit NEMH probiert. Mit dem Kohlenmotor, mit den Gummireifen. Wie gesagt, super Straßenlage, aber Leistung. Das Ding ist eine Kröte. Brushhead ist nicht schnell, aber der ist echt langsam. Ich weiß jetzt nicht, ob die kleine Rätsel montiert haben wegen Drift, ist klar, ist aber natürlich möglich. Wir probieren natürlich. Ist ja normal. Die haben 27 Turn Motor montiert. Das ist ein Motor für einen Crawler. Die sind echt, die sind bekloppt. Natürlich reicht es für den Drift, wenn man nicht fest Gas gibt. Auf jeden Fall, dieses Ding driftet super gut. Ich habe es probiert schon in der Werkstatt. Obwohl man hier Heck und Frontdiff hat. Wir haben hier natürlich eine lange Lenkungsteil, weil mit dem Motor vorne ist das Servo hinten montiert, ist ja ganz normal. Wir haben hier oben Receiver und Regler. Es fährt sich gut. Wir haben Plastikantriebswelle an allen Ecken. Wir haben Plastikmitnehmer an allen Ecken, aber es wird kein Problem. Das Auto ist super leicht. Was ich jetzt natürlich mache, guckt jetzt mal den Flex an. Was ich schade finde, ist die Dämpfung. Die haben was Einziges gemacht. Die haben die Dämpfung nur so eingeklemmt mit Kugelköpf. Das heißt, man kann nicht einfach einen Standard-Stoßdämpfer montieren. Das ist nur eine Luftfederung. Das Ding wackelt auf der Straße rum. Natürlich für den Drifter ist es gedacht, auf ein flaches Feld ist kein Problem. Aber das Auto ist ja so ausgedacht und geliefert, damit man alles machen kann. Und damit ist die Dämpfung ein bisschen schade. Der Aufhängungsarm, also Kunststoff, ist sehr gute Qualität. Das Ding ist natürlich voll Kugel gelagert. Ich mache jetzt natürlich ein echter Brush-Motor rein. Kein Brush ist, wir haben noch ein paar schnellere Brush-Motor hier, damit der das Auto kauft und ein bisschen Spaß damit haben kann. Er kriegt natürlich den Stock-Motor mit plus den schnelleren Motor. Und ihr werdet sehen, die Probefahrt kommt von dem. Wir machen was an der Dämpfung.
und wir machen das Auto schneller. Und dann wird das Ding echt lustig zum Fahren. Ich sag's euch. Ich mache jetzt mal wieder alles drauf hier, damit ich sauber aufräumen kann. Und wir gehen zum nächsten Auto. Natürlich sind jetzt die Sachen, die ich jetzt gekauft habe, in dem ganzen Pack hier, nicht die letzte Version. Ich kann ja euch nicht billige Autos rauslassen und ein Modell 2019 schon haben. Aber ich habe einen riesen Spaß da. Es ist natürlich, ich fahre keine 1:10. Ich habe keinen, also es gefällt mir mal 5 Minuten rumzufahren damit. Aber ich fahre gerne 1:8 und 1:5. Aber ich hatte die Möglichkeit, das Ding zu kaufen für glückliche kleine junge Menschen zu machen. Und das ist auch ein Plausch. Weil ein anderer, der das Ding kaufen wollte, hatte natürlich das gleiche im Sinn als viele anderen. Der andere, der auf dem Satz drauf war, der wollte das Ding den ganzen Satz kaufen und natürlich den Preis fast wie im Laden machen und damit fettes Geld machen. Aber auf Kinder macht man kein Geld. Die Erwachsenen, die arbeiten, die haben das Geld, die können es ausgeben. Aber ich habe super Spaß dran, wenn die Kinder, selbst wenn ich jetzt Geld verliere an dem Ganzen, ist mir scheißegal. Wenn ich jetzt 7 kleine Köpfchen sehe, die einen riesen Spaß haben, habe ich was verdient. So ist es. Tschüss, Jungs.